Shalom, kennen Sie ein Wunderkind? Ich kenne jetzt eines. Heute Morgen war es ziemlich kalt beim Joggen, deswegen noch die Mütze. Das Sprungseil hat nichts mit meinem Frühsport zu tun. Das Sprungseil hat etwas mit dem Wunderkind zu tun, das ich Ihnen vorstellen möchte. Es ist Alma Deutscher. Sie benutzt zur Inspiration für ihre Musik ein Sprungseil in einer etwas anderen Art. Sie bekommt, wenn sie sich damit durch den Garten bewegt, immer wieder neue Eingebungen, um Musik zu schreiben, um Musik zu machen. Sie ist jetzt jugendlich, wohnt in Wien und hat bei einer ersten Begegnung mit einem bekannten Musiker gesagt bekommen: Ich habe schon viele Wunderkinder kommen und gehen gesehen, aber jetzt weiß ich, was ein Wunderkind ist. Was Alma Deutscher macht und was sie sagt als Kind, als Jugendliche, das ist wirklich inspirierend und mich erinnert es an das Wort aus der Bibel: Wenn ihr nicht seid wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Es erinnert mich aber auch noch an ein Gedicht, was ich schon seit vielen Jahren mit mir herumtrage. Einige Verse aus diesem Gedicht lauten: Jedes Kind, das ich sehe, ich als Botschaft verstehe, dass der Herrgott am Menschen noch nicht seine Freude verlor, an ihn glaubt wie zuvor. Und drum glaub an das Leben, auch ich, tun wir alle dazu, ich, wir alle und du, dass das Leben noch Zukunft hat, dass noch Hoffnung besteht und bevor es zu spät auf der Erde sich wendet das Blatt. Ich habe das sogar oft früher bei Krankenkommunionbesuchen im Vinzenzkrankenhaus in Mainz benutzt, dieses schöne und ich finde so passende Gebet in unserer Zeit. Shalom uvracha.